Mit 5 Punkten Vorsprung sind wir souveräner Tabellenführer der Hinrundentabelle. Die Transferphase beginnt jetzt und Bakary Yatta, unser Flügelspieler, der wirklich gut performt hat bisher, wird von allen Seiten beworben. Wir brauchen auf jeden Fall dementsprechend Ersatz für die neue Saison, falls Yatta uns verlässt. Ein Spieler könnte Nelson Viper sein, zwar für eine andere Position, aber ein Spieler, den mir eben Henry Stelzer vorgeschlagen hat, den nehmen wir auf jeden Fall genauer unter die Lupe. Hamburger Jungs! Hamburger Jungs! Hamburger, Hamburger, Hamburger Jungs! Ja, und dann ist es passiert. Wir konnten den Druck der großen Vereine nicht mehr standhalten. Yatta wechselt für 4 Millionen Euro und einer Weiterverkaufsgebühr zum FC Girona. Damit steht unser Transferbudget auf sage und schreibe 7,5 Millionen Euro, was natürlich für die zweite Liga absolut gigantisch ist. Dieses Budget könnte sogar noch weiter nach oben geschraubt werden. Meffert, Glatzel und Reis werden momentan von absoluten Topclubs umworben. Wir setzen allerdings alles daran, diese drei wichtigen Säulen des Spiels zu halten und dann uns auf der Flügelposition einen Yatta-Ersatz zu suchen, der den Verein auf jeden Fall langfristig verstärkt. Alessio Cerbin ist weiterhin ein unfassbar interessanter Kandidat für diese Position gewesen. Doch der VfL Wolfsburg machte ernst und da haben wir natürlich als Zweitligist keine Chance. 5,25 Millionen Euro lassen sie sich den Italiener kosten. Wir haben trotzdem, glaube ich, eine unfassbar gute Alternative gefunden. Ebenfalls ein Italiener, Kevin Gibbo, ein unfassbar schneller Spieler auf der Flügelposition, der zwar eher ein inverser Spieler ist, bei uns erstmal als normaler Flügelspieler spielen wird mit 8 Flanken. Vielleicht nicht die besten Dinger auf unseren Stürmer bringen wird, aber 17 Antritt, 16 Schnelligkeit werden auf jeden Fall in der Liga, glaube ich, unfassbar gefährlich werden. Dazu hat er die Spielereigenschaft, die Abseitsfalle zu knacken, ist fast beidfüßig mit einem guten linken Fuß, hat einen super Abschluss. Ich glaube, dieser Spieler wird uns jede Menge Spaß machen. Mit 2,6 Millionen Euro Einkaufswert haben wir auf jeden Fall noch ordentlich Geld auf der hohen Kante übrig, welche wir auf einer anderen Position noch investieren können und auch investieren werden. Auf der Innenverteidigerposition haben wir auf jeden Fall noch Bedarf. Mit 3 Spielern sind wir dort recht eng besetzt und da könnte uns auf jeden Fall noch ein Spieler verstärken. Leonardo Morgalla ist, glaube ich, auch der perfekte Kandidat dafür. Er ist Modellbürger, hat 15 Zielstrebigkeit, 18 Jahre jung, käme aus der dritten Liga, also hätte bestimmt auch Interesse hier beim HSV im Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga spielen zu dürfen. Er ist konstant, er ist ein moderner Innenverteidiger, der schnell ist, der technisch stark ist, der ein super Passspiel hat, aber natürlich auch die defensiven Attribute, ein unfassbar ausgeglichener, starker Spieler, den ich sehr gerne haben würde und da bin ich gespannt, ob er unser Angebot annimmt. Die Konditionen beim Transfer sehen wie folgt aus: 3,4 Millionen Euro würde 1860 München bekommen, was sie auch schon akzeptiert haben. Morgalla stehe bei einem Gehalt von 12.000 Euro die Woche, bekommt dann auch noch einen Loyalitätsbonus von 325.000 Euro plus eben eine jährliche Gehaltssteigerung von 10%. Und wenn wir mit dem HSV aufsteigen, was natürlich unfassbar wahrscheinlich ist, gibt es nochmal 30% Gehalt obendrauf. Unterschreiben würde er für 3 Jahre. Gespannt wartet der komplette Verein, ob dieser Transfer eingetütet werden kann. Vorher geht es jetzt aber noch gegen Eintracht Braunschweig ins erste Rückrundenspiel. Der 14. gegen den 1. natürlich hier eine Pflichtaufgabe vor den eigenen Fans. Bedeutet erstes Rückrundenspiel. Wir möchten natürlich auch den 1. Dreier. Neuzugang Gibbo sowie Ludovic Reis, Lassme und Bibilia angeschlagen, dementsprechend viele Spiele, auf die wir verzichten müssen, trotzdem eine gute Ausstellung, die wir hier an den Tag legen können mit Dompe, der reinkommt, Kittel auf der vorgeschobenen Spielmacherposition, Königsdörfer, der dann über links sowieso eigentlich gesetzt ist. Ich denke, mit der Ausstellung können wir auf jeden Fall Braunschweig schlagen. Starten wir rein in die Partie und der erste Angriff des Spiels gehört unserem HSV. Schöner tiefer Ball hier auf Glatze und der macht es nach 5 Minuten fast perfekt. Der Ball wird nach diesem Lupfer noch kurz vor der Linie gekratzt. Jetzt geht es über Lato über die linke Seite und der erkennt, dass hier ja gegen 3-4 Leute kein Durchkommen ist. Spielt den Ball nochmal zurück. Königsdörfer kommt an den Ball. Der hat dann eine Idee. Super Pass und was Bennis da macht, ist natürlich absolut gigantisch. Traumabstoß, Traumtor zum 1:0. Jetzt sehen wir das, was Tim Walter zelebrieren möchte. Absolute Ballbesitz-Dominanz. Wir haben hier schon einige Pässe aus der Szene rausgeschnitten. Und jetzt kommt Königsdörfer ins Spiel, der dann auch mal ins Zentrum reingeht. Dann den Verlagerungsball auf Dompe spielt. Und jetzt ergibt sich eben diese Lücke nach dem Ballverlagerungspass. Dompe kommt zum Abschluss. Dann ist es Glatzer aus Spitzenwinkel. Riesengelegenheit hier
zum 2:0 zu erhöhen. Die Braunschweiger dürfen dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit erstmal einen Angriff starten, doch dieser ist tatsächlich absolut ungefähr. Scheuer Fernandes gar kein Problem. Wir machen das Ganze per Kopfball deutlich besser, vor allem nach einem Eckball. Die Eckballtaktik hat mal wieder zugeschlagen. Klatze mit dem 2:0. Und die Braunschweiger, die sind fast immer zu spät. Wir sehen es hier nochmal, wir gewinnen erst den Ball und dann verliert der Spieler Nerven, tritt unseren Flügelspieler Dompe von den beiden gelb-rote Karte und jetzt geht es eben nur noch gegen 10 Gegenspieler und das sollte jetzt eigentlich ein einfaches Spiel sein. Wir sehen hier nochmal, wie man das Ganze in den Zweikämpfen deutlich besser machen kann. Balleroberung und dann hat irgendwann hier Meffert eine Idee, super Lupfer und was Glatze dann macht es noch besser. 3:0, absolutes Traumtor, der Schiedsrichter schaut nochmal, ob es abseits war, aber das Tor zählt. Schlusspunkt, setzen dann nochmal die Gäste, Fehrer mit einem schönen Pass auf Kaufmann. Endstand des Spiels ist dann eine 3:1. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wechselt der 18-jährige Leonardo Morgalla von 1860 München zum HSV und er entscheidet sich für den HSV. Wir bezahlen die 3,4 Millionen Euro, haben also insgesamt in der Transferphase im Winter 6 Millionen Euro ausgegeben. Ansonsten außer Jatta keine mehr verkaufen müssen, 4 Millionen Euro eingenommen, somit 2 Millionen Euro minus in dieser Transferphase gemacht. Durch die Sommertransfers hatten wir aber auf jeden Fall noch ordentlich Budget übrig. Dementsprechend finde ich hier eine sehr geglückte Transferphase. Da wir hier 5 weitere Spieler im Kader haben, die den Verein eigentlich gerne verlassen wollten und auch teilweise um Freigabe gebeten haben, haben wir natürlich auch leichte Unzufriedenheiten im Kader. Wir konnten allerdings die meisten Probleme ansprechen. Muheim und Bibilia haben wir versprochen, dass sie zum Jahresende den Verein verlassen können. Da werden wir mal sehen, wer hier tatsächlich noch von diesen Spielern wechseln wird. Außer Ludovic Reis bin ich auch tatsächlich bei jedem bereit, ihn abzugeben. Das sind alle Spieler, die jetzt auch aufgrund des Alters oder des Potenzials langfristig dem Verein nicht weiterhelfen werden, für die zweite Liga unfassbar gut und auch wichtig sind. Aber dann in Zukunft könnten wir mit dem Geld, was wir aus den Spielern rausholen, wahrscheinlich auch extrem gute neue Spieler verpflichten. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die 2 kommenden Spiele. Wir müssen 2-mal auswärts ran, 1-mal in Rostock. Dieses Spiel ist extrem ereignisarm. 0:0, somit bleiben wir allerdings weiterhin 9 Spiele in Folge ungeschlagen und gehen ins absolute Top-Duell. Erster gegen Zweiter, HSV gegen Heidenheim. Und es ist ein unfassbar umkämpftes Spiel. 6 gelbe Karten für unseren HSV, aber insgesamt spielen wir eine unfassbar schwache Partie. Kleindienst nach 4 Minuten mit dem 1:0. Klatze kann kurz vor der Halbzeit nochmal ausgleichen und dann kurz vor Ende, 83. Minute, Tim Kleindienst, 2:1, die erste Niederlage nach sehr langer Zeit. Somit sind wir zwar immer noch Tabellenführer mit 43 Punkten, allerdings punktgleich mit Heidenheim und somit wird es eine unfassbar spannende Phase um die Meisterschaft. Wir haben also noch unfassbar spannende Spiele in der Rückrunde vor der Brust. Wie das Ganze weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Jetzt könnt ihr euch erstmal nochmal anschauen, wie sich ein absolutes Wunderkind Aseko Nkidi im FM23 entwickeln wird. Viel Spaß mit dem Video, bis dann, ciao!